Mark. Ist er der Büroleiter? Ja, Mark. Es war seine Idee. Aber Ilsa ist kein schlechter Mensch. Sie hat mir beigebracht, mich so zu sehen, wie ich wirklich bin. Ja, das ist dein Problem. Wir suchen nach dem Büroleiter des Katastrophenschutzkontrollzentrums, denn er ist der Einzige, der weiß, wie man Zugang zu Ilsa Herzogs Unterkunft erhält, in der die Büro... Nein. In der die Programmierer gefangen gehalten werden. Ja, tot trifft's ganz gut gleich für dich, mein Freund. So, jetzt schauen wir mal. Fragen Sie Zivilisten im Einkaufsbereich im westlichen Teil, im östlichen Teil und im nördlichen Teil. Und wir sind hier im südlichen Teil. Natürlich mal wieder komplett falsch angefahren. So ein Quatsch. Hier ist doch niemand. Feuer auf mein Kommando. Auf dein Zeichen, Ghostlead. 3, 2, 1, Feuer. Wir wurden vom Feind entdeckt. Ah, shit, hat jemand gehört. So, Nahsicht aktiviert. Sehr gut. Gut, ich denke nicht, dass die da von irgendjemandem noch entdeckt werden. Brauche ich die auch nicht wegzuschaffen. Hallo da. Oh, vielleicht habe ich mich ein bisschen zu früh gefreut. Bis jetzt alles ruhig. Wenn ich weiter so wild darum töte, bleibt es wahrscheinlich nicht so ruhig, aber wir kommen mit allem klar. Wir sind Ghosts. Okay, das ist ein Haufen. Roger, bringe mich in Stellung. Aber bevor ich da den Feuerbefehl gebe, schaue ich mir mal noch die Umgebung ein bisschen an, ob da noch andere sind. Scheinbar nicht. Na dann, Kameraden, Feuer frei. Wunderbar. So, im östlichen, nördlichen und westlichen Teil, ne? Dann gehen wir jetzt mal erst hier zum östlichen Teil. Schauen wir mal, ob die Drohne uns irgendwas sagt, wo es hier Infos gibt. Wo es hier Zivilisten gibt, die wir befragen können. Ist eine Kiste? Da ist eine Zivilistin. Ich lade mal nach. Sicherheitshalber. Auch das ist ein ganzen Haufen Zivilisten. Guten Tag. Einen schönen Tag. Hey, ich suche nach dem Leiter des Katastrophenschutzkontrollzentrums. Wissen Sie zufällig, wo ich ihn finde? Mehr weiß ich nicht. Ich hoffe, Sie können mir vielleicht weiterhelfen. Ich lüge nicht. Ich danke Ihnen. Sehr gut. Er lügt nicht. So, die Barkeeperin. Erstmal dem armen Mann da eine Kiwi geklaut. Warum auch nicht? Die Barkeeperin sollte mehr Informationen haben. Die Barkeeperin von dem Ding hier, oder? So ein bisschen mehr Informationen hätten es schon sein dürfen. Barkeeperin. Ach doch, tatsächlich, dort läuft sie drin rum. Hallo Barkeeperin. Na, wie geht's? Musst du nicht gleich deinen Apfel wegwerfen. Ich suche den Leiter des Katastrophenschutzkontrollzentrums. Ich habe gehört, er soll hier in der Nähe sein. Sie sind nicht der Tennislehrer. Sehe ich aus, als wollte ich Tennis spielen? Eher nicht. Der Leiter wohnt unten an der Küste. Sein Haus ist nicht zu übersehen. Er hat einen großen Pool und einen sehr hübschen Tennisplatz. Das weiß ich zu schätzen. What the fuck? Wie so eine Katze, wenn man irgendeinen Gegenstand hinter die legt. Eine Gurke zum Beispiel. Kommt da bewaffnet bis an die Zähne. Sie sind nicht der Tennislehrer. So, was hat der? Sein Haus hat einen Pool und einen Tennisplatz. Tennisplatz. Wenn wir das Haus vorher schon finden, müssen wir nicht alle Zivilisten befragen. Aber markieren können wir sie ja schon. Ja, das ist dein Problem. Untersucht alles, was interessant scheint. Warum sehe ich hier keinen Tennisplatz? Einen Pool sehe ich auch nicht. Ich bin vollkommen erblindet. Ich vermute... Der ist nicht hier. Wahrscheinlich in irgendeiner anderen Wohnanlage da hinten. Da gibt's einen Pool und einen Tennisplatz. Wohnanlage Sirius. Da ist ein Pool und da ist ein Tennisplatz. Und ein Haufen weiße Sentinel. Also ich würde ja drauf tippen, dass der dort wohnt. Aber erstmal noch weiter Zivilisten befragen. Alles klar.
Ich bin gerade so erschrocken wegen den blöden Scharfschützen, dass ich komplettes Voice Command vergessen habe. Feuer frei. Keiner da? Okay. Hallo. Ich will Ihnen nichts tun. Hey. Ich suche nach dem Leiter des Katastrophenschutzkontrollzentrums. Wissen Sie zufällig, wo ich ihn finde? Ich habe Ihnen alles zu dem Thema gesagt. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Die Urlauber nahe der Spielhalle sollten mehr Informationen haben. Nahe der Spielhalle. Das hier sieht ziemlich spielhallig aus, wenn ich ehrlich bin. Hörst du das? Das ist das Geräusch, das die Stille. Nein, das ist das Geräusch, das meine Drohne macht. Da drin. Alles klar. Kommen Sie mir nicht zu nahe. Keine Sorge, freiwillig komme ich dir nicht zu nahe. Ist ja schließlich Corona. Da oben steht jemand. Viele Leute drin. Ich weiß nicht, ob es Zivilisten sind oder Sentinel. Guten Tag, der Herr. Hey. Ich bin ehrlich. Mehr weiß ich nicht darüber. Danke. Passen Sie auf sich auf. Er lebt in einer Villa. Der Weg zu seinem Haus ist von Bäumen gesäumt. Ich muss mir das jetzt nochmal angucken. Nun, es ist von Bäumen gesäumt. Da ist der Weg. Und da sind Haufen Bäume. Der wohnt 100 pro da. 100 pro. Da verwette ich meinen Allerwertesten drauf. Guck's. Ah, jetzt ist dir die Sonarsicht aufgeladen. Gut, besser spät als nie. Den Funker mache ich aber noch weg, denn wenn der die Leiche entdeckt, ist das schlecht für uns. Ein russisches Kollimatorvisier. Sehr gut gemacht. Jo. Das ist manchmal so komisch, dass die KI-Kameraden unsichtbar für die Gegner sind, es sei denn, der Spieler wird entdeckt oder sie erhalten Befehle. Das ist etwas seltsam, wenn die dann einfach so 10 cm vor denen rumlaufen. So, schauen wir mal, was gibt's denn hier an Wachen? Hier ist so viel los, das ist so geil. Das ist so geil. Leider ist außerhalb von Missionen halt nichts da los. Das hier ist schon, das hat schon Wildlands-Charakter. So viel wieder los ist und ich liebe es, aber es ist leider nicht überall so. Guten Tag. Hallo. Hey. Ich suche nach dem Leiter des Katastrophenschutzkontrollzentrums. Wissen Sie zufällig, wo ich ihn finde? Hier ist, was ich weiß. Kurz und bündig. Super. Danke. Verkäufer im Einkaufsbereich sollte mehr Informationen haben. Bitte, hören Sie auf. Ich mach doch gar nichts, du... Vielleicht schleichen sie sich aber auch nur vorbei. Gibt's da einen Hintereingang? Es klappt so richtig gut mit dem Schleichen jetzt seit 2 Folgen. So geil. Na gut, dafür war die letzte Folge sehr, sehr kurz, aber naja. Ich suche nach dem Leiter des Katastrophenschutzkontrollzentrums beim Good Hope Mountain. Hab gehört, dass er hier viel Zeit verbringt. Wer sind Sie? Arbeiten Sie für Skell? Skell und ich haben gemeinsame Interessen. Also, wo finde ich den Büroleiter? Ich bin nicht sicher, wo er ist. Er wohnt auf der Südseite des Antares-Bezirks. Bei der Rigel-Wohnanlage. Besuchen Sie es dort. Danke für die Unterstützung. An der Südseite des Antares-Bezirks, ja. Oh. Rangaufstieg! Yay! Sentinel sind einfach die Noobs vor dem Herrn. Sag ich jetzt, ne? Muss mal mit dem Schleichen gut klappt, ausnahmsweise. Die Drohne hier, die fliegt so weit, ne? Ich habe letztens noch mal ein paar Ründchen Wildlands gespielt. Da kommt es dir vor, als hättest du eine Hundeleine an der Drohne. Ist doch da, oder? Sirius, der wohnt aber in der Wohnanlage. Er lebt im Süden von Antares, nahe der Wohnanlage Riegel. Wohnanlage Riegel ist da. Sirius wäre quasi nahe der Wohnanlage Riegel. Das hier ist eine Treppe. Ich wette immer noch, der wohnt da. Gehe ich ganz fest von aus. Natürlich haben wir hier kein Fahrzeug. Aber da drüben war ein Parkplatz, wo wir gestartet sind. Da war auch ein schönes Motorrad. Das nehme ich mir. Firespin. Boah. Die hat eine ganz schöne Beschleunigung. Ich hab's doch gesagt, der wohnt hier. Ich hab's direkt gesagt, dass der hier wohnt. Betreten Sie das Haus des Büroleiters. Welches von den beiden Häusern ist denn seins? Das große, würde ich sagen, ist schließlich der Büroleiter. Da ist eine Wache.
Jupp, das ist das Haus. Sprechen Sie mit dem Mann im Haus. Könnte schwierig werden. Ah, Zwischensequenz, alles gut. Sind Sie hier, um mich zurück zu Miss Herzog zu bringen? Ich war brav, ganz brav. Sind Sie der Leiter des Katastrophenschutzkontrollzentrums? Ich wollte nicht gehen. Mark hat mich weggeschickt. Er meinte, ich müsste mich ausruhen. Mark, ist er der Büroleiter? Ja, Mark. Es war seine Idee. Aber Ilsa ist kein schlechter Mensch. Sie hat mir beigebracht, mich so zu sehen, wie ich wirklich bin. Bequem? Dann wollen wir uns mal unterhalten. Was wollen Sie? Geht es um die Hintertür? Es geht nicht um dein kleines Computerprojekt. Es geht um dich. Es geht um deine Zukunft. Und ums Hier und Jetzt. Seien wir vernünftig. Wir können reden. Du weißt gar nicht, wie viel Glück du hast. Viele Menschen kommen nicht mal in die Nähe ihrer Belastungsgrenze. Sie werden nie gefordert. Und warum sollte man sich selbst herausfordern? Ich sag Ihnen alles, was Sie wollen. Bitte. Schon mit ein bisschen Geld kann man sich so viele Annehmlichkeiten des modernen Lebens gönnen. Eine Klimaanlage. Ein Fernseher. Sogar das Essen kommt bis an die Tür. Sagen Sie einfach, was Sie wollen! Ich will wissen, ob unter diesem ganzen weichen, pummeligen Äußeren auch nur der kleinste Hauch von einem Mann steckt. Weil du aussiehst wie ein bleicher Sack, gefüllt mit Scheiße. Ich will wissen, wie weit man dich biegen kann, bevor du brichst. Nein, 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 nein! Tut mir leid, was Ihnen passiert ist. Aber ich muss den Büroleiter finden. Ich glaube, er wollte im Konferenzsaal eine Rede halten oder sowas. Bitte sagen Sie Ilsa, dass ich kooperiert habe. Bleiben Sie hier. Holen Sie sich aus. Ich bin brav. Ich bin ganz brav. Nun. So, das Konferenzdingen, das war noch ein Stückchen weiter, oder? Da. Ja, das ist ein Stückchen. Da hält er also eine Rede. Dann können wir ihn dort wegschnappen und befragen. Auf geht's. Man sollte nicht lesen, während man Motorrad fährt. Ich wollte mir jetzt einfach mal alle möglichen Missionsdinger durchlesen, aber naja. Oh Gott, nicht schon wieder! Eine Riesenwiese mit einem Baum. Ich habe ihn getroffen. Das Ding steuert sich wie Müll. Ist ein bisschen schmierig. Aber hier komme ich nicht zum Konferenzzentrum. Oh, ich bin schon da. Ups. Dahin fliegt eine Drohne. Erstmal wieder aufklären. Ah, ich würde sagen, wir versuchen von hinten reinzukommen. Da ist auch der Generator, das ist sehr gut. Gibt es da eine Hintertür? Ja! Geil! Wie kommen wir dahin? Hier über die Nordseite kommen wir nur dahin. Aber auf der Südseite ist der Generator. Die Südseite, Generator ausschalten. Kommen wir da vielleicht auch rein? Nee. Naja, er ist ja auch bestimmt total gebrainwashed. Also Südseite, Generator ausschalten, dann hier rüber, die Wache hier deaktivieren.
Stehen da drin Wachen rum? Da ist eine Wache. Okay, eine Wache da oben. Gut. Damit kommen wir klar. So, über die Südseite, habe ich gesagt. Es macht richtig Spaß. Es macht mir gerade echt richtig Spaß. Wenn ich mal nicht entdeckt werde dauernd. Aber ich lasse mir wieder ein bisschen mehr Zeit und versuche nicht auf Teufel komm raus irgendwie alles schnell zu machen. Gut, dass ein bisschen mehr Zeit lassen hat in der vorletzten Folge dazu geführt, dass die Folge nur irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten lang war oder so. Keine Ahnung. Weiß nicht, was nach dem Schneiden von den 9 Minuten noch übrig ist. 9 Minuten, alter Schwede. Ich will nur den Generator ausschalten. Ah, ich kann den dort in den Busch legen, das ist sehr gut. Dann wird er auch nicht von der Drohne entdeckt. Ablegen. Gut, ich hoffe, der liegt genug im Busch. Wo ist diese eine Wache? Da oben war eine Wache. Die Wachen sind weg. Ist nur einer da. Hallo, du. So, leg du dich mal dahin. So, schauen wir mal, wie wir dorthin kommen. Zu ihm. Ah, der ist direkt da vorne. Frage ist, sind da Wachen drin? Bestimmt, oder? Oh, nee, nicht da drüber springen. Hm. Die Frage ist, wie viele sind da? Oh, scheiße. Oh, scheiße, nein. Hi, kein Grund zur Sorge. Bitte, tun Sie mir nichts. Helfen Sie mir und Ihnen passiert nichts. Ich muss irgendwie in Herzogs Gefängnis kommen. Ich ertrag das nicht mehr. Herzog bringt mich um, wenn ich Ihnen helfe. Denken Sie an die Leute, die Sie da drin gefoltert hat. Leute, die für Sie arbeiten. Ihre Freunde. Das ist Ihre Chance, das zu beenden. Okay, ich sag Ihnen, wie Sie da reinkommen, aber mehr nicht. Danach sind Sie auf sich allein gestellt. Mehr verlange ich gar nicht. Zuerst müssen Sie das optische Kabel im Nebengebäude durchtrennen. Dann müssen Sie eine neue ID erstellen, um durch die Sicherheitskontrolle zu kommen. Im Kontrollraum gibt es einen biometrischen Scanner. Da müssen Sie Ihre Hand scannen. Danach müssen Sie die Antenne auf dem Dach hacken, um Ihre neue ID an die Server im Gefängnis zu schicken. Dann, und nur dann, können Sie das Gefängnis betreten. Danke. Vielen Dank. Holy shit. Da muss sie ja einen Doktor gemacht haben, um da reinzukommen. Heiliges bisschen. Moment mal, war die Mission jetzt fertig? Sie nerven. Ja, Einsatz abgeschlossen. Nice. Gut, dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, es gab jetzt keine größeren Tonprobleme oder Bildprobleme mehr. Und ja, dann, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und über Kommentare und Likes freue ich mich sowieso immer. Dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Ihr Lieben.